Ich war noch ein bisschen looten, hab mir diese Waffe und diese Waffe mitgenommen. Die explodiert. Ist ein... Wie heißt der Typ? Torg. Torg, oder? Torgue. Torg-Waffe. Oh. Also auf meinen Blitzgefährt besteigen. Und das ist ein G. Was für ein Laserstrahl. Interessant. Das ist eine Fury-Waffe mit... Okay, mit Tornado. Naja, das... Ehrlich gesagt, das gefällt mir. Die erste Fury-Waffe, die mir gefällt. Eine gute Fury-Waffe mal. Wenn ich Sprung schaffe. Nein, nein, schaffe ich nicht. Mist. Warte mal. Gold cool. Nein, passt, passt, passt. Eine Goldkugel habe ich auch gefunden auf dem Weg. Let's go! Juhu. Muss alle Goldkugeln finden. Werde ich sowieso nie, aber... Interessante Waffe, interessante Waffe. Gas, bitte. Du gewinnst niemals, Held. Ah, ist nicht so schlechte Waffenauswahl. Nicht so schlechte Waffenauswahl habe ich da gerade gefunden. Da war ich doch schon hinten. Ja, ja, da war ich schon. Jetzt habe ich endlich wieder Waffen. Down. Da war ich doch auch schon oben. Nice. Big Money. Pfadfinder. Nee, nee. Ach, kein Ofenrohr. Das macht einfach nicht so viel Bock in diesem Spiel. Ich wollte gerade sagen, er redet gar nicht, aber den Text habe ich unten. Das ist mein Tornado. Was für ein Geräusch gerade. Jetzt einfach das Husten von den Gegnern. Habe ich den letztens nicht gesehen. Krass. Probieren wir. Verstehe. Zauber, Zauber, Zauber. Magie. Magische Nasenringe. Fallen. Ein Monster. Und was haben wir hier? Noch gar nichts rechts ausrüsten, aber wir vergleichen ihn. Nahkampf, ja, der damit. Ding Dong der Leidenschaft. Ah, der Name. Du hast einen Schusser gefunden. Du erinnerst dich doch noch daran, was damit zu tun ist, oder? Aufessen. Aufessen wird da. Warte mal. Ich nämlich nicht. Die Stadtbewohner haben ein Lied über mich gedichtet.
Hier kommt die kleine Dämonenbrut, fällt die Schule mit nur einem Pups. Nur weil es stimmt, tut es nicht weniger weh. Auch ein Mensch. Bin ich nicht aus Fleisch und Blut? Schlagen meine 10 Herzen nicht? Wenn man mich schneidet, entströmt mir der Lebenssaft der Finsternis. Hier riecht es irgendwie heroisch. Sei verflucht! Sei auf ewig in verflucht! In jedem Helden steckt ein Skelett, das freigelegt werden will. Was? Ich war gerade so in der Story vertieft. Zerbrochen die Skelette. Die Schweine. Gut gemacht! Komm zu mir und wir werden Glornish mit Punkten färben! Für die Liebe! Ich weiß genau, was du denkst. Diese Besessenheit von Alma ist ungesund. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich weiß einfach, dass du es denkst. Oh. Nimm lieber die Kobold-Dame mit, als Freundin. Aus Armer. Was? Das Färbemittel. Schnell! Nur ein Tupfer und... Ups, die ganze Flasche verbraucht. Oh, naja. Das wird ein Monster, wir müssen es killen. Es hat geklappt! Sie sieht gar nicht so übel aus. Für eine Koboldin. Also, wie schenke ich diesem Wicht eine poetische Zunge? Ah, geh zum Friedhof der verlorenen Baden! Sei vorsichtig. Du gehst zu einem Ort, wo Dutzende Baden während eines Poesiewettbewerbs starben. Der Legende nach können sie schreckliche, den Geist vernichtende, dunkle Magie wirken. Bekannt als Prosadichtung. Ich kenne da nicht viel Dichtung. Die Untoten baden! Sammle ihre magischen Zungen! Sie enthalten die poetische Essenz, die wir brauchen! Ja. Sind wir da wirklich Zungenloten? Anscheinend. Oh, bleib Abstand halten. Der Tank wieder drauf. Okay. Genug Farbenzungen am Boden. Nehmen alles. Du hast es geschafft. Kehr zu mir zurück. Dann machen wir aus dieser ungewöhnlich attraktiven, gepunkteten Koboldin eine Dichterin. Sagst du attraktiv? Was? Nein. Ich meine... Für eine Koboldin. Sei nicht so voreingenommen. Jetzt sie wird mit der Koboldin abhauen. Ja, ja. Die Tat ist vollbracht. Aber ist unsere Koboldin der Aufgabe gewachsen? Nun, ich werde diese poetische Essenz einfach so in die Wasserversorgung einführen. Du, Glornish, hast du mir etwas zu sagen? Auch wenn ich ein Tölpel bin, raubt deine Schönheit mir den Sinn. Ich hoffe, du erhörst mich bald, denn ohne dich ist mein Herz so kalt. Was? Oh, nein, komm schon. Das ist... Oh Mann, du bist albern, meine Güte. Oh, richtig. Hol Alma her, ja? Oh, mit der Koboldin ab. Sie hat Knöpfe. Oh, du bist es. Immer noch mittellos? Ich habe eine gepunktete Kobolddichterin für dich. Was? Wirklich? Oh. Das muss ich sehen. Knöpfe. Steht im Wasser. Niemand der Felder bestellt.
Doch ihre Augen sind nicht von dieser besser. Welt. Sie schuftet wie ein Tier. Wie gern wäre ich nur bei ihr. Ich will verdammt sein. Sie hat es wirklich getan. Das ist wirklich beeindruckend. Hey, wie hast du das gemacht? Dafür muss man doch sicher, nun ja, schlauer sein, als ich Armen zutrauen würde. Erzählst du es mir? Bei einem Getränk? Was? Oh nein, danke. Kein Interesse. Ich habe mich mit Glornesh hier verlobt. Mit der Koboldin? Sie ist stärker als du und sieht doppelt so gut aus. Geh und brau dir einen Liebestrank, um dir deinen eigenen Kobold zu fangen. Was? Du wagst es? Weißt du, wer ich... Was ich... Kannst du mir vielleicht kurz dein Ohr leihen? Jo. Ich weiß, es mag dir seltsam vorkommen, aber die Alchemistin war nicht die richtige für mich. Glornesh hier sieht in meine Seele. Wir sind füreinander bestimmt. Und das verdanke ich nur dir. Es gibt kein größeres Geschenk als die Liebe. Aber vielleicht beruhigt das dein wanderndes Herz trotzdem. Danke. Wurde ich verhext? Oder ist das Magie? Ich hoffe, unser gemeinsames Leben endet nie. Glornesh, kannst du mein Schlafzimmer sehen? Ich dachte schon, du fragst nie. Was haben wir heute? Koboldschreck. Und krieg ich gerade noch so viel Giftwaffen. Krass. Stecke ich einmal Geld in eine Giftwaffe, kommt mehr Giftwaffe. Kommen mehr Giftwaffen dabei raus. Der muss tanken. Ich brauche eigentlich nicht tanken. Geht schon zur Zauberabklingzeit. Das machen wir auf 20. Jetzt habe ich Gift pur. Giftwaffen pur halt. Und nur noch die Baden-Mission. Gebe ich da einen schnellen Weg aus. Das könnte ein Schnellreisepunkt sein, der mich dorthin bringt. Schnell raus hier. Doppelbistlung. Alles Gift. Tor. Nee, weg damit. Lieber das Ding-Dong. Der Leidenschaft. Du hast keine Chance gegen uns. Wir sind nämlich knochenhart. Dann hau ich lieber ab. Oh, ihr Helden bringt mein Blut zum Kochen. Bildlich gesprochen natürlich. Natürlich. Und raus hier aus dem Brighthof. Richtung nächste Mission. Hauptmission. Bade. Das ist eine riesige Bildwelt, was ich gesehen habe. Wo bringt sie mich jetzt hin? Verdammt! Was stimmt hier nicht? Was stimmt hier nicht? Ich will hier hin. Komm schon. So. Oberwelt. Prachthof. Oh. Ach, Gott sei Dank. Okay. Brrr. Und schnell zum Baden, bevor mich noch wer attackiert. Influencerin lebt noch immer. Nein. Das soll sie dann schon vernichten.
Außer ein großer Käseflip, der runterfliegt auf die Welt. Weep while dankness. Wie heißt das auf Deutsch? Wild ist wild, dankness ist kein wirkliches Wort. Schluchzigkeit umgibt euch. Seelenenergie liegt schwer in der Luft. Ihr habt den Moda erreicht. Ich dachte, etwas namens Moda wäre, ich weiß nicht, modriger? Also gut, plötzlich sterben alle Bäume. Und Pilze wachsen aus ihren verrottenden Leichen. Jetzt ist es mega modrig. Zufrieden? Also von wie modrig reden wir hier? Wir brauchen eine Moda-Wertung. Also bitte bewerte doch mal den Moda. Oder? Oh, ich soll eine Moda-Wertung abgeben? Naja, es ist Moda, oder? Weit oben auf der Moda-Skala. Ganz schön modrig. Hier ist es verdammt modrig. Das Pistol-Ding macht guten Schaden. Was hatte ich da sonst noch Gutes? Tor, Kahnenkamm. Pistol, SMG. Naja, das wird eine Giftpartie. Eine Giftpartie werden das. Warum Gifteln da? Ah, oh, was war das Geräusch? Das war doch ein Störgeräusch. Oh, nicht angenehm. Keine goldene Kugel hier irgendwo. Da unten vielleicht. Schaut noch tot aus. Die Musik ist auch ein bisschen modriger geworden. Quests. Und Loot, oder? Richtig Loot. Ach, keine gute. Nutzlose Loot. Seid gegrüßt und willkommen, Knappe! Es ist eine solche Ehre! Haha! Du hast es geschafft! Gut gemacht! Zumindest für einen Knappe! Jetzt müssen wir schnell zur Lady vom See! Sie weiß, wie man die beste Ausrüstung bekommt! Als ich das erste Mal die Geschichte von der Lochzaubernase hörte, wusste ich, dass dieses legendäre Artefakt für meine mechanischen Hände bestimmt ist. Die Legenden besagen, dass Behemoth, der Gott der Drachen, sich in ein Pulverfass verliebte und ein einzelnes Ei legte, das zur Lochzaubernase geschmiedet wurde. Diese Liebesgeschichte klingt zunächst sehr seltsam, aber wenn die Legenden wahr sind, war es ein wirklich gut aussehendes Fass. Ist er fertig mit dem Reden? Das ist ganz schön mitgenommen. Ja, sorry. Ofenrohr. Weg gut, damit. Gib her. Gut, gib her, sagt sie. Sie will mein Ofenrohr haben. Sollte ich mir Sorgen machen? Ach, was für eine Schönheit. Danke. Ja, gib rüber. Noch was für meine Schrottsammlung. Du weißt nicht, was du da hast. Gebrauchen. Ich habe den RPG verkauft. Ist ja egal. Episode hier vorbei. Peace out.